Können Tarifvertragsparteien mir das Recht wegnehmen, vorzeitig in Rente zu gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Schnellfrage reinbekommen. Die Schnellfrage bieten wir ja für 9,90 Euro an. Kleine Frage, kleine Antwort, vielleicht auch schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden, wenn es passt. Hier ging es um Folgendes. Der Kunde wollte wissen, ob denn die Gewerkschaften und die Arbeitgeber in den neuen Tarifverträgen im öffentlichen Dienst ihm das Recht beschneiden können, vorzeitig in eine Altersrente zu gehen. Also praktisch im Grunde genommen hier ihm vorschreiben können, wann er in eine Altersrente zu gehen hat oder nicht. Nein, meine Damen und Herren, das ist rechtlich überhaupt nicht möglich. Tarifvertragsparteien können grundsätzlich nur arbeitsrechtliche Regelungen für die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tarifgebietes treffen. Das heißt also, nach dem sogenannten Günstigkeits- oder Begünstigungsgrundsatz im Tarifrecht können Tarifvertragsparteien grundsätzlich nur Regelungen treffen, die im Arbeitsrecht günstiger sind als die schon bestehenden gesetzlichen arbeitsrechtlichen Regelungen. Sie haben keinerlei Rechte und Befugnisse in Gesetzgebungskompetenzen des Bundesgesetzgebers einzugreifen. Und alles, was Altersrente betrifft, ist ja im SGB VI, im Sozialgesetzbuch Nr. 6 geregelt und ausschließlich für die Änderung dieser Vorschriften des SGB VI ist grundsätzlich nur der Bundesgesetzgeber zuständig. Das heißt also, unsere Bundestagsabgeordneten im Bundestag. Und es auch gleich nochmal zu sagen hier, weil auch da immer wieder Anfragen reinkommen, ist eine Änderung der Rente mit 63 zu erwarten? Aktuell gibt es keinerlei gesetzliche Bestrebungen, auch wenn die Arbeitgeberverbände hier immer wieder intervenieren und sagen, oh, bitte schafft die Rente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte vor dem 65. Lebensjahr ganz schnell wieder ab. Nein, meine Damen und Herren, da ist nichts im Busche. Wenn ich das wüsste, würde ich davon berichten. Und ich glaube auch, gehen Sie bitte davon aus, wenn irgendeine der Koalitionsparteien nur ansatzweise diesen Gedanken hegen würde und den auch öffentlich machen würde, wäre das politischer Selbstmord, denn das würden Millionen Menschen diesen Parteien dann richtig übel nehmen und die Stimmen wären dann in der nächsten Bundestagswahl weg. Also aktuell gibt es keinerlei Bestrebung, die Rente mit 63 abzuschaffen. Aber ich sage Ihnen auch gleich eins, die Rente mit 63 schafft sich doch in der aktuellen Version, wie wir sie zum 1.7.2014 haben, doch selbst ab. Die Geburtsjahrgänge ab 1964 können nur noch mit 65 in diese Rente gehen. Und dann stellt sich genau die gleiche Rechtslage wieder ein, wie wir sie schon zum 1.1.2012 hatten. Nämlich an dem Tag wurde die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gesetzlich erstmals eingeführt. Daher bitte keine Sorgen machen. Es gibt keinerlei Bestrebungen, die Rente mit ab 63 oder nach 63 abzuschaffen. Das ist für mich aktuell am 13.04.2024 nicht erkennbar. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.